Hallo und herzlich willkommen bei Country Life Germany. Ich habe ja in meinem letzten Video gefragt, was ihr gerne sehen würdet, und viele von euch hatten sich gerne mehr Videos über die Landwirtschaft gewünscht. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg unterwegs hier durch Alberta und befinde mich hier so in der Nähe von Calgary. Und hier hinter mir könnt ihr jetzt was ganz Typisches sehen hier für die Gegend. Alberta ist nämlich sehr, sehr trocken. Wir haben ganz wenig Luftfeuchtigkeit und dadurch verdunstet das Wasser aus dem Boden relativ schnell. Und hier regnet es auch sehr, sehr wenig. Und deshalb kommt hier gerade bei den größeren Landwirten oder die es sich leisten können, so eine Beregnungsanlage zum Einsatz. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, sind da einzelne Sprühköpfe vorne angebracht. Mit denen kann man also nicht nur Wasser sprühen und somit das Feld bewässern. Damit kann man auch ganz wunderbar Dünger sprühen. Die setzen hier sehr viel Flüssigdünger ein, also flüssigen Stickstoff. Den kann man dann einfach dem Wasser zugeben und schon habe ich meine Stickstoffgabe gemacht auf dem Feld. Ich kann auch genauso gut irgendwelche Herbizide oder so weiter sprühen, Fungizide, kann ich alles beimischen. Und ich habe das eben mal grob abgeschritten. So eine Sektion hat circa 40, 45 Meter. Ich habe es mal gezählt, das sind 19 von diesen Feldern. Also wir haben hier circa 800, 850 Meter. Also das Ding hat eine ordentliche Spannweite. Wie ihr sehen könnt, haben die auch Räder in diesen gewissen Abständen. Und diese Räder haben hier einen kleinen Elektromotor dran. Das heißt, diese Räder sind angetrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da geht jeweils eine Welle weg, links und rechts. Und dadurch wird das Gefährt auch bewegt. Das Ganze hat dann... Gehen wir auf die Innenseite. Hat dann hier innen drin ein Schneckengetriebe, so dass das auch relativ langsam fährt. Denn wenn ich so ein Gerät einsetze, soll das natürlich hier nicht mit 200 km/h über den Acker fahren, sondern Stück für Stück, dass auch überall genügend Wasser und genügend Dünger hinkommt. Die Sprühköpfe, die hier verbaut sind, sehen ungefähr so aus wie von einem Rasensprenger zu Hause. Wasser kommt einfach hier oben raus, plätschert dann hier drauf. Und hier oben an der Spitze, da ist auch noch ein Wasserwerfer angebracht. Dieser Wasserwerfer ist natürlich dafür gut, dass ich auch in die Ecken komme. Das Gerät fährt natürlich nur im Kreis und dadurch würde ich ja nicht in die Ecken kommen. Dieser Wasserwerfer sorgt dafür, dass auch die Ecken natürlich mit Wasser und mit dem Dünger dann versorgt werden. Und ich finde das einfach gigantisch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen oder ich glaube auch nicht, dass das hier in Deutschland jemand einsetzt. Wie gesagt, hier in Alberta ist es einfach viel, viel zu trocken. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, sowas mal zu sehen. Es ist auch richtig, richtig spannend zu sehen, wie sich die Farmer hier in Alberta behelfen oder auch behelfen müssen, damit sie hier genügend Ertrag vom Acker bekommen. Aber ich habe mir den Boden mal angeschaut. Das können wir hier jetzt auch mal tun. Ist zwar jetzt ein bisschen feucht, aber wir haben hier eine sehr, sehr feinkrümelige Struktur und es ist ziemlich dunkle Erde, also sehr reichhaltig an Nährstoffen. Und ich denke, deshalb haben die hier auch keine großen Probleme. Ich habe eben mal mit einem gesprochen, der sagte auch, dass die hier gar nicht so viel Dünger, also Stickstoffdünger oder so einsetzen. Das meiste, was gesprüht wird, sind Herbizide, Fungizide. Was ich bei dem Boden auch gut verstehen kann. Ich habe auch mal gefragt, wie das mit den Erträgen hier so aussieht. Die sind gar nicht mal so viel schlechter wie in Deutschland. Also ich muss das natürlich ein bisschen umrechnen, weil hier gehen die dann nach Bushels und nach Acres, was natürlich dann mit Tonnen pro Hektar ganz anders umgerechnet werden muss. Aber ich habe das Ganze mal umgerechnet. Also sie liegen hier beim Weizen irgendwo zwischen 6, 7 Tonnen. In guten Jahren auch mal bei 8, aber das ist wirklich die Ausnahme. Im Normalfall sind wir so bei 6, 7 Tonnen hier mit Weizen. Und das finde ich schon ganz ordentlich. Ich weiß, wir haben in Deutschland manche Regionen, wo noch mehr vom Acker runterkommt. Oder wo wir auch noch mehr ernten können. Das kann man dann aber natürlich auch wieder durch entsprechende Stickstoffgaben und so weiter beeinflussen.
wie gesagt, was die hier gar nicht machen, weil der Aufwand hier Stickstoff zu streuen oder zu spritzen ist einfach zu groß auf so einer Fläche. Die bringen hier einfach das Getreide in den Boden, lassen es wachsen und gut ist. Was auch interessant ist, ist, dass hier eigentlich kaum Wintergetreide angebaut wird. Hier wird hauptsächlich Sommergerste, Sommerweizen und sogar Sommerraps angebaut, was bei uns sogar gar nicht vorstellbar wäre. Also ich kenne nur Winterraps. Hier gibt es sogar Sommerraps, der hier angebaut wird, weil durch den harten und langen Winter ist eigentlich ein Wintergetreide hier überhaupt gar nicht möglich anzubauen. Natürlich, der Schnee schützt etwas vor der Kälte, aber bei minus 40 Grad hilft der Schnee, wenn ich eine dünne Schneedecke habe, auch nicht mehr viel. Und von daher haben die sich hier einfach gut angepasst und bauen lediglich Sommergetreide an. Und jetzt schaut euch einfach nur nochmal an, wie gigantisch das Ganze ist. Ich zoome hier nochmal ein bisschen rein. Da hinten ist dann die Station, wo es anfängt, wo das Wasser hoch in die Leitungen, in die Rohre gepumpt wird und da es dann auf die Schläuche verteilt wird. Also das ganze Ding ist schon ein riesiges Bauwerk. Und seien wir mal ganz ehrlich, aber auf so klein strukturierten Flächen, wie sie bei uns der Fall sind, bei uns in Mittelhessen, einfach unvorstellbar. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Exkurs gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr auch ein paar Bilder sehen wollt von meinem Trip, ich bin in den Bergen gewesen, in den Rockies und so weiter. Wenn ihr davon was sehen wollt, schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Die ist unten in der Infobox verlinkt. Dort habe ich Bilder hochgeladen und werde ich wahrscheinlich auch noch demnächst immer mal wieder Bilder hochladen. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal bei Country Life Germany.